Herzlich willkommen hier zum großen Finale der ESEA LAN Playoffs der Season 13. Hier zwischen Quantic überraschenderweise und NIP weniger überraschend. Und die Jungs von TCM haben ihren Cup auch zu Ende gespielt, deswegen hallo Struxi und Staphos. Nee, Klü wieder mal. Hallo. Hallo. Alle anderen ist nicht da hier. So, Glückwunsch hallo. Erstmal hier für den an den Turniersieg. Danke, danke. War ja schon ziemlich eindeutig, oder? Ja, war einfach, sagen wir mal. Ne? Ah, hatte ja auch guten Support, ne? Also gute Mitspieler, sag ich mal. Ja. Wie kam es eigentlich dazu, dass Angel spielt? Oder Angel gespielt hat? Naja, er wollte auch mal gerne mit uns spielen. Dann dachten wir, ja komm, spiel. Zufälligerweise war Dimmy auch nicht da. Ah, okay. Dann haben wir ihn eben spielen lassen. Ah. Er wollte auch mal was reißen, ne? NIP war ihm zu langweilig geworden. Ja. Na gut, seid ihr schon drauf auf dem GoTV? Ja. Wir warten ja auf die Readies. Irgendwie schade, dass wir die Amerikaner an NIP sehen, ne? Wenn das gestern so knapp war mit Very Games. Habt ihr gespielt? Ach, wir haben es aber gesehen, die erste Map. Ah, okay. Die fand ich schon sehr strange irgendwie. Die erste Map aus der Hand gegeben, in der Overtime zumindest. Ja. Also eigentlich müsste jetzt Very Games dastehen, wo Quantic jetzt steht. Weil sie ja eigentlich auch hätten gegen NIP gewinnen können. Wären dann auch übers Upper Bracket ins Finale eingezogen. Aber haben es leider gestern auch nicht geschafft. 2x16-14. Jetzt hier gegen Quantic das zweite. War glaube ich auch 16-14 oder so. Also sehr knappe Spiele von den Franzosen, die jetzt leider raus sind. Mal schauen, was jetzt die Amis gegen NIP ausrichten können. Was glaubt ihr? Denk mal, alles andere als ein 2-0 wäre hier schon eine Überraschung. No. Mhm. Was ist deine Meinung? Okay. Was meinst du, Henny? Aber Quantic ist echt krass, muss man sagen. Also wenn sie sich wirklich pushen und was weiß ich, können sie vielleicht noch mal pullen, ne? Sie aber auf so Nuke schon mal nicht. Also, auf Nuke bin ich von Quantic überhaupt nicht überzeugt, weil die haben gegen Attacks auch schon ein bisschen so, ne? Wo waren das? Ich glaube Kopenhagen Games war das. Ja, müsste Kopenhagen sein. Ja, und... Aber ich muss sagen, Attacks ist ja jetzt auch nicht so scheiße, aber trotzdem, hier ist jetzt NIP. Ja. Also ich glaube schon, dass es NIP gewinnen wird und Inferno. Also Inferno wird auf jeden Fall spannend, weil, wie gesagt, Quantic hat ja nicht schlecht gespielt gegen Very Games auf Inferno. Ja. Wenn sie gewinnen, dann würde ich sagen auf Inferno. Auf das 2 ist es wieder ein bisschen schwer. Interessant wird es auf jeden Fall werden, wenn sie wirklich das Best of 3 gewinnen, dann gibt es nämlich noch ein Best of 3. Und dann nur mit den Maps, die jetzt hier nicht gespielt wurden. Das wird auch interessant, wenn wir dann sowas wie Dust sehen und Mill und Cash und hast du nicht gesehen. Aber dazu muss es halt erstmal kommen. Wir sind live in der Pistol. Quantic startet der City, das haben sie sich ausgewählt. NIP wird nachher als City auf Inferno starten, glaube ich. Oder was auch immer die zweite Map war. Gerade vergessen. So, NIP schnell einen Schacht geschickt. Und splitten jetzt die Rampe dadurch. Kriegen auch die Fricks. Sieht sehr gut aus für NIP. Leider muss man ja schon fast sagen. Boah. Schöne Taktik aber auch. Auch wenn der Spieler fast keinen Einfluss darauf hatte, denn die Fricks-Rampe sind so oder so gefallen. Samphis in 1 und 2. Schade. Pistol somit an NIP, die erste hier in diesem Best of 3 im Overall-Finale. Aber immerhin der Bombenplant. Ja, das stimmt. Nee, Moment. Immerhin etwas NIP ist, Positives. NIP ist doch T. Oh, ups. Sorry, ich bin jetzt voll dabei. Ich bin auch gerade total im Steam. Ich dachte, ich wollte einfach mal was hinzufügen, obwohl ich gar nicht geguckt habe. Passt schon. Wir werden hier zugespammt. Na, ich leider auch, aber jetzt bin ich dabei. Sehr
Noch Zwifflern, direkt mal den ersten schönen Headshot also, draußen. Ich möchte mal hier hinzufügen, wenn du jetzt Hiko zuschaust, der hat jetzt nur 5-7. Ja. Und in letzter Zeit sehe ich jeden, der damit spielt. Ja. Und ich selber spiele jetzt auch damit. Okay. Deswegen muss die gut sein, wenn Anil damit spielt. Ja, deswegen. Also ich meine, Get Red spielt jetzt auch mit der Autosniper. Und ich habe auch mal davor gespielt. Bei MTV hat er gesehen, boah, geile Waffe. Ja. Kaufe ich dabei. Und hier 5-7 habe ich erst auch später gesehen bei NIP und Very Games und so. Ja, die haben die Amis naja. Auf jeden Fall jetzt gut in Szene gesetzt hier auf dem Event. Sieht man eigentlich jede Runde bei Dazed und Frost. Die haben unser Match gesehen, ne? Ich habe ja hier 3 Headshots gegen AL gemacht mit der 5-7. Dann dachte sich Snip, ja, die spielen jetzt auch mit 5-7, Pistol Rounds oder Ecos. Also Jungs, naja, ich sag dazu nichts. Na klar, schlecht ist es hier. Nicht. 20 Schuss. Ja, ich meine, na Distance gibt halt einen One-Shot, ne? Wenn der Gegner Helm hat, also so schlecht ist es jetzt noch nicht, ja. Krass, ist ja wie eine Diebe. Und in der Pistole gibst du den auch sogar einen Distance-Headshot. Also ich find's schon nice. Okay. Also ich find's besser als die P250. Ja, die ist wirklich schlecht geworden. Hier, für Flaren ist halt alleine außen. Na egal, sie räumen Rampe auf. Ja, der letzte ist unter Catch. Und für Flaren sehe ich der. Ah ne, wurde angesagt. So, erste Equip. Ja, zweite Map war Inferno, dritte ist das 2. Hat Frost Autosniper? Ne, hat Arbe. Arbe. An der Rampe. Sogar Best of 5, wa? Habe ich eben gelesen. Ja. Zwei Best of 3 sind's. Ja, oder so, genau. Also Nip braucht 3 Maps? Ja, nee, 2. Sind 2 Achso, sie brauchen ja nur ein Best of 3, ja genau. Okay. Also 2 Maps jetzt eigentlich und dann wäre es gegessen schon. So, schneller Abgang, go. Aber Dace ist da die, alleine. Die decken jetzt hier Abgang Support. Zu 2 jetzt. Einer über Schacht und einer über Fenstergang, aber oh. Beide wurden jetzt gekillt. An sich decken sie ja so, wie sie decken alleine. Boah. Ja. Ging auch nur Headshots gerade, die Runde ist also wieder mal gegessen. Krass, was macht Forrester mit in der Runde? Und aber wie man sieht, Quantic lässt halt mit wieder die Map irgendwie kontrollieren, ne? Die gehen halt, die smoken außen und gehen direkt runter und können die 2 Frags da setzen und haben Rampe eingenommen. Die müssen da außen auf jeden Fall was machen, aber wie gesagt, mit der Smoke hier kann man da schlecht was gegen machen. Also könnten wir diesen Abgang offensiv blocken. Ja, oder so. Also irgendwas einfallen lassen, damit sie halt nicht die Map kontrollieren kann. Wir flaren wieder alleine außen. So, Rampenpush. Oh, geht leider nicht auf. Zusammen mit Vorraum auch noch rein. Schade. Kein zweiter Push. Ja, bisher das gewohnte Bild. Nip dominant. Frost wieder mit Arve. Sollte vielleicht auch mal außen decken damit. Scheint aber wieder Rampe zu gehen. Samphis geht wenigstens schnell abgang. Und Nip ist wieder sehr schnell dort. Also immerhin ja. Blocken sie jetzt mal zu zweit dort. Ja, haben sie auch eben schon gemacht, aber beide sind halt Nate, schnell. Ja, ja. Ja, aber also, eben war der Spieler halt im Schacht, also so ist es natürlich besser. Kreuzfeuer mit Support. Schön, Samphis jetzt der zweite rum. Boah, Dace macht leider keinen. Oh, Dace muss nicht die Flash ziehen. Jetzt liegt die Bombe perfekt und Dace smoke weg, das ist sehr gut gemacht. Schön. Müssen die anderen Eingänge von den anderen Spielern zugemacht werden? Gucken wir nach oben, Halle. Und der Cat. Ja, wäre Hiko noch ein bisschen. Ja, sollten sie jetzt nicht mehr zur Bombe schieben?
Ah, Ixus ist schon unter Cat, ja. Also der kann jetzt den Rampenspieler gleich picken, also. Also ich verstehe nicht, warum eine Sache, boah, schöne Headshots warum so wenig zur Bombe noch gelaufen sind. Beziehungsweise gar keiner. Mein Lip ist super low jetzt. Boah, das wird zu knapp hier. 10 Sekunden. Boah, schöne Headshot für CK. Ah, jetzt! Boah, oh mein Gott. Er gibt ihn sogar durch Schwanz. Er gibt ihm das 1-on-1 now. 3 AP. Boah. Er bingt zu weit rechts. Boah. Da holt ihn aber. Boah. Was war eine knappe Runde gar nicht, noch, dass man da durchschießen kann. Durch was jetzt genau? Kenny? Ja, also durch die Wand. Durch Schacht. Also, so mittig halt. Er hat ihn ja auch gebankt. Er hatte irgendwie... Echt? Ich ja, er hat ihn noch 3 HP runter. Ich glaube, er hat auf den anderen geschossen in der Smoke, der in der Mitte stand, deswegen. Ja, ja. Nicht, dass er ihn gebankt. Ja, deswegen, ja. Aber man kann bangen, oder was? Ja. Er hat ihn auf 3 HP geschossen. Aber das meine ich wieder, ne? Bom-Bom. Die Spieler... am Abgang, die können ja Molotov und Smoke kaufen. Ja. Wenn die beide halt irgendwie, wenn die wissen, dass sie halt immer so spielen, könnte man einfach mal Molotov benutzen. Ja, zum Beispiel. Und dann Zeit rausholen und dann können sie nochmal smoken. Schnelle Halle go. Das macht schön, die Smoke dort, geht auf Red dann. Ah, jetzt sprayt er aber gegen Gadget. Ah, er ist immer ein Low. 3 gegen 3. Und keiner kommt Cat, jetzt kommt nur jetzt die AV-Cat, das ist nicht unbedingt optimal. Ah, Hiko kommt über Vorraum. Aber da guckt Exist. Der geht rein, jetzt Abgang hoch. Der macht direkt Headshot. Da muss jetzt kommen die beide gehen vorne rum. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Gut ist, dass nicht gesmoked. Wir hätten da hinten gelegt haben. Boah! Der Frag von Frost. Boah, der zwei krasse Frags, Alter. Der letzte und Gadget hat 7 AP. Die Runde kann man holen. Stamp ist das müsste sogar angesagt sein, das Gadget war. Boah, der ist sauber, Alter. Krasse Runde von Frost. Krasse Runde. Spielt sowieso ein super Turnier. Ja. Hat der auch nicht in Kopenhagen krass gespielt, Henny? Wir hatten doch mal zugeschaut, oder? Frost? Keine Ahnung. Da war ja auch krass, oder Senfis, ich weiß nicht. Senfis war der krass war. Ja. Für Tico auch stark, vom Aiming her. Okay. Ja, ich finde ja der beste Stays. In dem Team. Glaube ich auf der Ansage. Ja, das und schießt trotzdem alles weg. Sitzt zumindest in der Mitte, habe ich eben auf dem Official Stream gesehen. War über außen. Wieder über außen. Okay, sag ich mal. Diesmal deckt aber Frost dort. Zempf ist in der Main. Also ein bisschen blocken sie jetzt schon außen. Stellen sich ein bisschen auf das Spiel ein von Nip. Sieht aber schon ein bisschen aber wieder aus. Guck mal, Days ist auch immer manchmal außen. Hatten, ja. Aber Nip wird nicht außen gehen. Sie sind hier schon wieder im Vorraum. Sehr schön. Jetzt kann er ansagen, ich hab's nicht gesehen. Die machen auf jeden Fall eine Alle-Go. Ja, er kann auch ansagen, dass außen frei ist. Senf ist ganz blind. Die CK aus richtig golden gewesen. Aber die Halle ist mehr oder weniger auf Retake, ne? Und das. Aber das ist noch einer der Main, damit rechnet Forrest nicht. Und direkt Headshot, schön von Senfis. Stark runter. Schön 2 Frags geholt. Ja, der eine war sogar durch Smoke. Wenn einer es kann, dann get right. Ja. Aber Frost wird dann halt oder Forest. Er wird zum Plant die kommen. Bombe? Oh Gott. Er wird auf jeden Fall zum Plant kommen. Hiko darf sich... schön sehr ernst, sehr ängstlich. Darf sich zu... Oh, stark. Oh, schön. Ich wollte gerade sagen, er darf nicht zu viel Risiko jetzt schon eingehen. Hat er aber auch nicht unbedingt gemacht, finde ich. Er musste es so spielen, dass er ihn nicht in die Tür reinlässt. Ja, das ist klar. Aber ich sah kurzzeitig so, aber einfach draufgehasst und nicht auf seine Mates halt. Weil wenn Get halt da reinkommt, ist es fast noch sogar möglich. So, schön, 3 Runden in Folge. Frost auch wieder mit Armrampe. So stellen den Kong ganz gut rum immer. Ah, jetzt kommt Nip wieder runter. Aber sie blocken wieder zu zweit. Diesmal ein bisschen anders. Schaut auf Füße. Ja, genau in dem Moment braucht man jetzt zum Beispiel Molotov. Ja. Da sind schon mal ein paar Sekunden weg. Boah, der ist schön. Da
Das ist natürlich geil, wenn man da eine AK hat, dann ist der Gegner auch wirklich mal tot, wenn man hittet. Simp ist wow. Oh nein. Oh, Days. Sehr schön von Nexus, aber auch schade irgendwie. Ja, man, Days hat halt eigentlich schon den Frag. Hätte sogar auf die Bombe gehen können. Oh, unten links. Der Trade macht Forum dicht. Ist keine Smoke mehr vorhanden, also die Runde ist jetzt sowieso verloren. Get right kommt von hinten, ich glaube nicht, dass das helfen kann, oder? Doch, ja, er geht ja schon unter Cat, ja. Ah, da wartet Forest auf ihn. Und schon. Bye bye. Ja, haben sie einmal wieder umgestellt, Rampe geblockt wieder, außen offen gelassen, Nip wieder runter, zack, wieder Runde gewonnen. Ja. Ah, die Deckung war auch ein bisschen anders da unten, diesmal, mit Dazed und Zemphis. Hat vorhin besser funktioniert. Zu dritt wieder außen. Ja. Zu viert sogar. Forest ist auf dem Dingens da. Frost zieht wenigstens anti außen. Auf der Main jetzt. Smoken jetzt aber Abgang. Die werden nicht runtergehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich Cat boosten. Ja. Zumindest unter Cat einnehmen. Ja. Oh, ein Frost. Sehr schön. Hat keinen. Ja, was machen sie jetzt? Also, sie haben, können eigentlich alles machen. Boah, den Jump! Boah. Sehr schön von Forest. Den haben wir mal mit MTV 5 Stunden lang trainiert, ey, den Jump. Der alleine da hochgekommen? Ja, ja. Den Jump haben wir mit MTV auch machen gelernt. Über das Geländer oder wie? Hm. Ja, ja. Gar nicht, dass es geht. Ja, das ist tricky. Wir haben 5 Stunden dafür gebraucht und der macht's in einer Sekunde. Mit einem Versuch. Joach, das Perfekte, was Nip jetzt macht. Da ist keiner im Cat. Einer noch im Pommes. Ja, die wissen, dass er da ist. Boah, stark von Dazed. Oh, einer Cat, wenn Dazed den noch macht. Boah, richtig gut. Krass von Dazed. Einer P, it's down. Ah, Hiko, gute Position. Nein. Oh nein, oh. Er soll noch gibt er gegen den Planter gehen. Ja. Ah ne, er war gesmoked, er konnte nichts machen. Pommes Ausgang war gesmoked. Boah, was ein Headshot. Auf geht's. Schade, Mann. Boah, der wird doch fast drauf, ey. Ja. Schade, Mann. Ah, bitte. Ja, irgendwo, was die anderen Maps sind. Zweite Inferno und dritte das 2. Richtig. Auf Inferno, ja, da war ja zumindest hier Quantic eben ganz gut. Zumindest im Comeback, ne? Ja, weiß nicht, jetzt Terror fand ich sie nicht gut. Comeback gesehen. Also ich werd hier angeschrieben, angeblich leckt ja, bei dir. Ja, ganze Zeit angeblich. Ah, dann mach ich jetzt einfach mal fixen Stream Restart. Lohnt ja nicht. Haben eh ne Eco, also bis gleich. Boah.